Wir sind jetzt hier unter den Linden, liebe Touristen, liebe Passanten. Wir demonstrieren ja heute gegen den Angriffskrieg gegen Afrin. Solidarisiert euch, solidarisieren Sie sich gemeinsam gegen diesen schäbigen Angriff, der von der Bundesregierung gedeckt wird und von der Türkei im Bunde mit dschihadistischen Milizen durchgeführt wird. Gegen die einzige Region in ganz Syrien, die in den letzten 7 Jahren von dem Bürgerkrieg verschont war, die Zielfluchtort für viele Menschen gewesen ist. Die Bundesregierung, die sie hier auf der rechten Seite gleich kommt, und das Parlament hat noch keine deutliche Verurteilung ausgesprochen. Es wurde Verständnis für die legitimen Sicherheitsinteressen der Türkei verkündet. Legitime Sicherheitsinteressen durch einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, der nicht provoziert war, in ein anderes Land. Da gibt es ein anderes Wort für. Das ist ein Verbrechen. Ein Verbrechen ist aber auch, und wendet euren Blick mal auf die linke Seite. Dort seht ihr jetzt die Botschaft der Russischen Föderation. Die Russische Föderation steht im Bunde mit dem Diktator Assad in Syrien und ist im Bunde und versucht zu alliieren mit Erdogan, um ihn aus der westlichen Gemeinschaft rauszulösen und für seine eigenen geopolitischen Interessen zu instrumentalisieren. Russland hat aber jetzt zugestimmt, indem sie den Luftraum für die türkischen Jets freigegeben hat, zu dem Angriffskrieg gegen Afrin. Und das verurteilen wir hier aufs Schärfste. Und die Machtpolitik auch dieses imperialistischen Akteurs bleibt von uns nicht unkritisiert. Deswegen gehen wir heute hier vorbei an der Botschaft, die da so hier auf unserer linken Seite jetzt kommt. Shame on you!